Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausflipper. Heute denke ich, ist es endlich soweit, denn wir machen heute ein Bad und hier ist es. Hier können wir das mit verlegen. Das heißt, zum Ende der Folge, wenn es noch nicht allzu lange ist, können wir noch eben unser Bad kurz einrichten. Dafür will ich mich jetzt einfach mal schnell beeilen. Das ist das falsche Werkzeug. Und ich wollte trotzdem auch erstmal noch die Tür verkaufen. So, das kam weg. Das kam weg. So, und dann die Mauern abreißen. So. Das sind diese Wände. Dann fangen wir doch mal an. Zack, zack. Können wir uns hier mal schön malen, dass wir da wirklich noch zu unserem Bad kommen. So, hier ist das jetzt auch schon vorbei. Nicht zu viel abreißen, das wäre blöd. So, hier hätte ich dann nämlich keine Ausrede, so wie beim letzten Mal, wo die Lampe verschwunden ist, dass das energiesparend wäre, wenn ich hier eine Wand weghaue. Zu viel weghaue. So. Haben wir das jetzt gleich schon mal geschafft. Ah, ich habe da oben scheinbar noch was vergessen. Na. Ein bisschen näher dran. Wunderbar. Hier haben wir nochmal weg. Zack, ja, hängt noch was. Das machen wir da auch noch weg. So, das ist auch erledigt. Wunderbar. Ich glaube tatsächlich, hier habe ich auch eine zu viel weggenommen. Naja, soll so. So, hier sind wir jetzt im Bad. Die würde ich sagen, verkaufen wir. Zack, zack. Badanschlüsse sind schon da. Fantastisch. Wandfliesen legen. Wandfliesen aus Keramik grau. Stellen wir mal hier hin. Zack. Und davon welche kaufen. Na, so. Bodenfliesen können wir gerade eben machen. Das geht ja schnell hier. Zack. Da ist es schon mal erledigt. Fantastisch. So. Das dauert hier jetzt natürlich ein bisschen. Ach, stimmt. Da musste man ja jedes einzeln nehmen. Ne? Eieieiei. So. Wir jetzt hier das ganze Zimmer da mit komplett durch haben. Ah, hier, ja, da haben wir ja gut was zu tun jetzt. So. Ich lasse euch hier mal diese eine Wand noch ein bisschen zuschauen. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und sehen uns wieder, wenn ich das Zimmer, diesen Raum, das Badezimmer, wie auch immer man es nennen mag, fertig gefliest habe. So, hoffentlich reicht das jetzt für diese eine Wand, weil ich wollte diese eine Wand jetzt in dem hier machen. Und den Rest des Bades in dem anderen Ton. Obwohl, vielleicht macht man hier das Fenster auch noch damit, weil das ähnelt ja dem schon, ne? Dass das nicht so eintönig ist, ne? Okay, aber ich würde tatsächlich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, ich habe das Badezimmer fertig gefliest und jetzt fehlen nur noch die Teile. Die würde ich jetzt einmal kurz einkaufen. Einmal die Toilette. Die sieht ja schon irgendwie cool aus, ne? Aber bauen denn da irgendwie so ein Standardding hin? Was weiß nicht, was zu teuer ist. Nur diese hier. Mit dem Deckel, so. Das Waschbeckenanschluss bestimmt. Dann fangen wir mal an zu montieren. Zack. Zack. Das ging jetzt schneller wie gedacht. Okay. Dann brauchen wir ein Waschbecken. Schauen wir mal da auch irgendwie was standardmäßiges. 39. Wieder viel zu teuer, auch wenn es cool aussieht, ne? 112. Das sieht schick aus. Wir bauen den mal ganz standardmäßiges irgendwie so hin. Sagen fertig. Ach, kann man nicht montieren. Wir müssen erst hier einmal aufdrehen. Na, dann machen wir das doch. So, zack. Jetzt aber. Auch nicht Einstellungen gespeichert, natürlich nicht. Machen wir so. Zack.
und montieren wir. Bolzen rein. Das Waschbecken dran. Schrauben festziehen. Die Anschlüsse noch dran. Zack, zack. Jetzt die Schläuche noch. Und dann dürften wir auch dies erledigt haben, wenn das mal in echt zu schnell gehen würde. Also bei mir dauert das immer deutlich länger. Aber meistens ist der Hauptgrund, dass ich Ewigkeiten nach Werkzeug dafür suche. So. Das hört sich jetzt so an, als ob ich das andauernd mache. Nee, das natürlich nicht. Aber es kam schon das ein oder andere Mal vor. So. Naja, so schick sieht das jetzt doch nicht aus, ne? Aber gut, wir haben Geld gespart. So. Zack. 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 Und dann kommt eine Dusche dahin. Puh. Wie auch so eine Standard-Ding jetzt irgendwie nehmen. Nehmen wir diese hier. So. Du kannst Dusche kaufen und hier montieren. Ja, das würde ich gerne tun. Macht er aber irgendwie nicht. Ah, jetzt. Ja. Oh, das wäre in der Tür drin. So. Ah, okay. Ich war einfach noch zu nah an der Wand dran. Okay. Mein Fehler. So. Zack, zack. Einmal den Abfluss dran. Deckel drauf. Okay. Den da jetzt rein. Okay. Hauen wir hier mal die Armaturen dran. Zack. Zack. Dann hier die Glastüren und Glaswände. Ich finde das tatsächlich gerade mal wieder richtig interessant, auch sowas hier zu machen. Solche Aufträge ist ja schon Ewigkeiten her, dass ich mal sowas gemacht habe. Also so intensiv halt Hausflipper allgemein. Finde ich wirklich super cool. Kriegt man direkt Lust, das selber zu machen. Also in real life zu Hause. So, und jetzt noch die Abdeckung davor. Fantastisch. Sehr schick, passt doch perfekt. Gut, die Tür will. Ja, passt doch perfekt. Ein Spiegel kommt hier noch hin. Das würde ich einfach mal hier hinsetzen. Zack, da drüber. Und fertig ist. Perfekt. Fortschritt haben wir noch nicht alles geschafft. Was soll man hier noch machen? Wo sieht man das? Eigentlich haben wir doch hier. Ach, ich soll auch noch wieder streichen. Oh. Ja, dann wollen wir mal, ne? So. In welchem Raum geht's denn los? Was haben wir hier? Reizvoller Lavendel. Mhm. Einmal M. Und einmal. Warte mal. Hatte ich den jetzt schon gekauft? Heller Lavendel. Ich würde sagen, dass das der ist, der noch fehlt, ne? Jawohl, perfekt. So, aber ich würde tatsächlich sagen, ich streiche eben die Bude hier fertig und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, tschüss, tschüss. So, da bin ich wieder. Ich habe den Auftrag fertig gemacht, bin jetzt zurück in meiner Butze. Und da hatte ich dann ja gesagt, fangen wir jetzt auch noch an, eben das Badezimmer fertig zu machen. Ich würde tatsächlich diese eine Wand ganz gerne mit diesen schwarzen Steinen machen. Und den Rest dann tatsächlich mit den etwas helleren, dann wirkt das Badezimmer nicht ganz so drückend klein, als wenn alles dann dunkel wäre. So, ich hoffe, das reicht dann noch. Zack, perfekt. Da sind sogar noch welche über. Die würde ich dann tatsächlich einmal verkaufen. Und jetzt hier mit den hellen weitermachen. Zack. Zack. Und hier haben wir einen Fertigkeitspunkt. Und da fällt mir gerade ein, ich habe die aus der letzten Folge ja auch noch gar nicht eingelöst.
schauen, ob das uns jetzt hier was helfen könnte. Bei den Fliesen wahrscheinlich jetzt nicht. Also das ist Mauern. Profi-Hammer, Leistungs- landschaftlicher Hammerer. Nee. Grundlagen der Malerei. Super schönes Streichen. Mehr Streichen. Ich bin eher eigentlich. Also bei den Fliesen, dass das irgendwie schneller geht. Höheres Einkommen, schneller, ja, machen wir das mal. Hier machen wir das. Hier haben wir gleich zwei. Und, ach, hier steht auch Fliesenleger. Na, hätte ich das mal eher gesehen. So, und hier machen wir einfach mal das so. Zack, geht das jetzt ein bisschen schneller. Jo, hab ich schon das Gefühl. Zack, hauen wir das da noch dran. Zack. Wunderbar, das läuft doch wie am Schnürchen hier. So, das ist jetzt nicht komplett vergessen. Machen wir auch da oben noch welche hin. Zack. 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 Jetzt sehen, wo ich die Aufnahme gestartet habe, hätte ich nicht gedacht, dass die Zeit hier doch so schnell vergeht mit diesen Aufträgen. Ich bin halt immer noch am Montag hier bei der Aufnahme. Habe, wie ich auch in der ersten Folge schon gesagt habe, gleich noch einen Termin, den ich wahrnehmen muss. Es wird tatsächlich jetzt ganz schön knapp, aber wir ziehen es ja jetzt hier noch durch. Das mache ich jetzt noch. So. So lange haben wir darauf gewartet, dass wir endlich hier dieses Bad fertig kriegen. Und dann machen wir das jetzt auch. So. Zack. Jetzt brauchen wir da wahrscheinlich jetzt nochmal welche, wa? Jetzt auch nicht wegen einer einzigen. Oh, Gott sei Dank. Passt. Scheinbar, tatsächlich. Genau, ne? Perfekt. So muss das sein. So, zack. Das Licht würde ich tatsächlich so lassen. Hier auch wieder eine Dusche hinstellen. Was haben wir denn hier mal? Anschlüsse. Heizung? Nee, das haben wir ja nicht. Duschinstallation. Warte mal, was war denn das noch? Ach, Badewanne. Nee. Da brauchen wir eine Duschinstallation. Die gerade schon mal aufdrehen. Hoffentlich passt das jetzt. Sonst wäre das sehr ärgerlich. So, ich suche jetzt aber einmal Badezimmer und Dusche. Schicke Badewanne. Und ich nehme hier so eine Dusche, die finde ich sehr, sehr schick. So, jetzt kaufen. Jetzt muss es nur noch hier irgendwo. Das jetzt nicht schon aus. Warum passen die da jetzt nicht hin? Muss ja echt so eine Standarddusche jetzt nehmen oder was? Also schlimm wäre die jetzt ja auch nicht, ne? Aber wie wäre die? War die viel zu breit? Einfach sowas, das ist doch auch mal ganz schick. War ein Platzband. So. Oh, das ging jetzt ja schnell. Perfekt. Schick, schick. So, dann brauche ich hier wieder Anschlüsse. Ja, Installationen. Klimaanlage? Nein. Wasserinstallation, das Handtuch, Holzgewass, Waschmaschine, einer Toilette, die würde ich sagen, setzen wir
hier hin. Nehmen wir diese hier, oder? Warte mal, was haben wir denn noch so? Ja, die finde ich schon ganz schick. Zick. Reicht ein bisschen in die Dusche rein, wa? So. Und wenn man duscht, wird in einem direkt alles mit sauber. Praktisch, ne? Kannst du hier eben mal zack, einem mit sauber machen. Spaß auch an Zeit, nicht? So, wir suchen hier wieder nach Anschlüssen. Toilette haben wir. So, Anschlüsse hier. Installationen. Toilette, Badewanne, Duschinstallation. Eine Spüle, jawohl. Die würde ich dann hier hinpacken. Drehen wir einmal auf. Die Folge dauert jetzt schon deutlich länger. Aber ich hatte gesagt, wir ziehen das durch. Dann machen wir das jetzt auch. So, zack. Dann Badezimmerarmatur, eine Waschbecken. Dann nehme ich hier so eins. Das sieht schick aus. So, passt das auch hier hin? Jawohl. Wunderbar. Das drehen wir rein. Das drehen wir rein. Das kennen wir ja inzwischen, wie das alles funktioniert. Zack. Zack. Und dann haben wir das auch gleich schon geschafft. Spiegelheizung würde ich hier noch reinpacken. Und Dekoartikel. Das können wir dann im Nachhinein immer noch mal machen. So, das schieben wir davor. Sehr schick. Sehr, sehr schick. So, Spiegel gibt es hier wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Aber wir brauchen noch Anschlüsse. Und zwar hätte ich ganz gerne noch einen Wandheizkörper, also Handtuchheizkörper. Den würde ich tatsächlich hier hinhängen. So, dann. Ja, wo finden wir das jetzt? Hier wahrscheinlich. Eigentlich gehört das ja in einem Bad mit dazu, aber laut dem hier jetzt nicht. Kann man hier suchen? Ja. Heizung. Na, sowas suche ich nicht. Da. Nee. Mensch. Handtuch. Heizkörper will ich eigentlich. Da kann man die denn gar nicht kaufen? Du kannst Badezimmerheizung kaufen und hier montieren. Ja, das würde ich ganz gerne machen. Das ist jetzt hier nur das. Wo sind denn hier die Heizung, Mensch? Sorry, ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt, oh, wie doof kann man sein, aber ich check's gerade tatsächlich nicht. Badezimmer hängend. Auch hier ist er nicht dabei. Da waren wir gerade. Badezimmerarmaturen hätte ich fast gedacht, aber. Ich sehe den hier tatsächlich nicht. Ich würde gerade noch mal kurze Pause machen und einmal wieder da sein, wenn ich den gefunden habe. Ja, da bin ich wieder. Ich habe ihn gefunden unter Installation und Heizung. So einfach kann man es haben, ne? So, dann montieren wir den mal eben gerade noch schnell. Zack, zack. So, mit dem Spiegel gleich dürfte es hoffentlich etwas schneller funktionieren mit dem Finden. So, und wie gesagt, Dekoobjekte. Die können auch immer noch kommen. So. Da gebe ich jetzt einfach mal Spiegel ein. Da werde ich wohl auch was finden. Spiegelmodul, Spiegel mit Licht. Das ist eigentlich immer ganz schick, ne? Also gehe ich zumindest von aus, dass es damit zum Licht ist. Jawohl. Schick, schick. Gefällt mir.
Ja, damit würde ich sagen, haben wir grob erstmal alles eingerichtet. Alles, was wir brauchen, haben wir. Das hätte noch ein bisschen nach rechts gekonnt, aber gut, ist halt so. Können wir auch immer noch mal nebenbei machen. Aber mir gefällt es eigentlich so ganz gut. Ein bisschen wenig Platz hier, ein bisschen viel beim Duschen, was es hier so hin und her spritzt. Aber gut, praktisch ist es nicht, aber schick, würde ich sagen. Und dem Stil sind wir hier beigeblieben. Passt doch, super. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag bzw. Abend, das habe ich letztes Mal gar nicht gesagt, fällt mir mal gerade so auf. Ja, und würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal, macht es gut, ciao, ciao.